Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Und wir haben die schrecklichen heretischen Machenschaften in diesem Kloster in Amiens aufgedeckt und wollen jetzt unserem Freund, dem Küster, davon verraten. Davon verraten? Davon erzählen. Und wir wissen auch schon, dass es eine Art Prophezeiung gibt, dass unser bester Freund ein Opfer bringen muss, damit wir weiterkommen. Und an der Stelle war auch schon zu sehen, ja, dass es wahrscheinlich eben der Kustos oder der Küster sein wird. Aber genug der weisen Worte am Anfang. Schauen wir mal, was dieses Gespräch jetzt bringt. Brother Andrew suspected Augustine all along. I managed to find remnants of his journal, and it all points to Augustine's involvement with a paganistic cult operating inside the cathedral. Aye, the cathedral's dark secret has been uncovered. I too suspected this, but was too afraid to act. Augustine himself is a heretic. He has covered his tracks well, claiming that the sacred relic, the Hand of Jude, was stored here. He had those who came to see it murdered. The Hand of Jude never existed. And with that realization, the trap closes, brother. My days here are numbered. I awoke to find this cruel dagger placed upon my pillow this morn. It can only mean one thing. I know too much, and they are moving to silence me. I can only hope that what little faith I have left is enough to save my soul. Please, take this thing away from me. Its very sight troubles me to no end. May your faith protect thee, Brother Luther, for that's all you have. Unser Glaube ist alles, was uns bleibt, und dieses Opfermesser. Ich habe das eigentlich noch nie gemacht. Ich bin noch nie wieder zurückgelaufen, ehrlich gesagt. Ah, er ist einfach weg. Er ist weg. Wahrscheinlich weg. Teleportiert worden. Na gut, anders geht's ja nicht. Außer da ist ein Geheimgang oder so. Und das war wohl die Macht von Xelotaph. Denn das war gelblich-grün aus. So. Ja, also wir haben gehört, er soll zur Ruhe gebracht werden. Oder zur Ruhe umgebracht werden, mit anderen Worten. Das war schon ziemlich eindeutig. Sie wollen ihn töten, weil er zu viel weiß. Und es gibt diesen Dolch. Wir haben nur noch eine Stelle, wo wir wirklich weitermachen können. Ich bin ein wenig zu schnell gerade, weil jetzt sind natürlich lauter Gegner wieder hier überall. So. Wisst ihr was? Ich mache einmal so. Und dann speichere ich. So. Schön mit voller Energie weitermachen. Hier ist schon mal nichts. Außer das spawnt nochmal was. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, in diesem geheimen Keller hier war doch ein Schlitz in der Brust. Und tatsächlich ist es vielleicht sogar recht offensichtlich. Das heißt ja schließlich, der muss ein Opfer bringen und schreien. Wir müssen diesen Ritualdolch in diesen Schlitz stecken. So. Damit haben wir die zwei auch besiegt. Tripper. Gut, gegen die haben wir auch eine Waffe.
Oh, ich kann auch hier laden. Ach so, stimmt ja. So, ich finde die Fernkampfwaffen sind am besten die Trapper. Von daher einmal weiter runter. Hier haben sie keine Gegner respawned. Brauchst du ersparen. Hier aber. Ich natürlich wieder total blöd. Sagte mal, Leute. Warum kriege ich das nicht mehr hin? Da hätte ich mir eher vorgestellt, dass ich es nicht hinkriege. Aber normalerweise. Und dann kommt Finalschlag. Jawohl. Aber habe ich da nicht so ein Problem mit. Ah. Egal, eins weiter. Wie immer Magazin gehört. Ich habe jetzt keine Gegner gehört. Hier erwarte ich nochmal was. Jawohl, hier ist nochmal so einer. Der ist natürlich auch nicht so das große Problem. Und dann geht es nicht hier lang, sondern dahin. Und dann nehmen wir das Opfermesser und benutzen es. Und hier öffnet sich ein Geheimgang. Meine Interpretation dieser Zwischensequenz war immer gewesen, dass der Küster in diesen Sarg hinein teleportiert wurde und wir ihn jetzt umgebracht haben. Und das war eben, weil ich mich anders hingesetzt habe, bin ich auf das Steuerkreuz gekommen. Nun gut. Dann können wir auch gleich mal speichern. Und das ist schon ziemlich fies, ja, dass ich für die quasi die Drecksarbeit mache. Hier ist ein Schutzschild, ein grüner. Da komme ich auch nicht durch. Und der ist jetzt Stufe 5. Hier sieht man zwei Pargon-Runen, zwei gleiche Runen. Und hier muss ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal... Entschuldigung, den Aufhebenspruch. Ah ja, okay, das ist genau. Das ist jetzt auch noch so ein Ding. Ich muss, dass ich den Aufhebungsspruch in der Stufe 5 kann, muss ich quasi, erstmal gucken, welche sind das? Das ist Nethlek und Redgomor. Muss ich so machen. Und dann Nethlek, Pargon, die sind in der Mitte, Redgomor, Pargon. Und jetzt habe ich den Spruch Aufhebung in der Stufe 5 entdeckt. Jetzt kann ich bei der Aufhebung, beim Sprechen, hier auch den Fünferzirkel nehmen. Und da ich jetzt zu faul bin, nachzugucken, wie das Schere-Stein-Papier-Prinzip funktioniert, nehme ich einfach Mantarok, der hebt alles auf. Bitteschön, und hier war einmal eine Barriere. Ich will jetzt eigentlich erwarten, dass es hier runter geht. Okay. Das ist der Küster, würde ich mal sagen. Ja. In der Lache seines eigenen Blutes liegt der Kustos. Pauls einziger Verbündeter im Kampf gegen die Finsternis. Seine Seele wird noch keine Ruhe gefunden haben. Ein unsichtbares Band bindet sie an den Altar, wo sie über den eigenen erstarrenden Körper Wache hält. Paul fühlt alle Hoffnung schwinden und weiß, dass seine Situation nun tausendmal schlimmer ist als zuvor. Nun ist er allein im Kampf gegen die Finsternis. Und das hat sich immer widersprochen mit meiner Vorstellung, dass er in diesen Steinsarg teleportiert wurde, dass er an der Stelle jetzt liegt. Ohne dass man jetzt irgendwie ein
anzeichnet, dass er wieder teleportiert wird. Ist er jetzt zufällig zur gleichen Zeit getötet worden, wie ich dieses Ding da reinstecke? Oder, also, das habe ich nie ganz verstanden. You are a clever man, Brother Luther. Wanting answers to clarify your new position as fugitive, you seek them out, and this is what you find. Tell me, what does a man such as yourself think of when he finds a viper's nest of heresy, when he finds the very source of corruption? I think of irony. Irony of what you, masquerading as a member of the Inquisition, stand for. And that you stand for evil. Evil is merely a perspective which no longer concerns me, Luther. You will be executed in the most painful manner imaginable. After we have broken your frail body and mind in the name of our true Lord, Zelototh. Come, my children, feast on this morsel and let us return to our preparations. Und gleich zwei von denen. Wobei, so stark sind die nicht, ne? Mit dem großen Schwert. Ja, ich hab's auch wirklich noch in Nutzung. Da würde ich sagen, Angriff nach vorn, Verteidigung durch Angriff oder so. So, das war jetzt nicht sonderlich kompliziert. Gucken wir nochmal hier. Das ist tatsächlich der gleiche Text, nichts Besonderes. Die Zwischensequenz triggert glücklicherweise auch nicht mehr. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir hier nochmal speichern. Wir können auch nochmal speichern. Ja. Und wieder. Ich meine, das ist das gleiche Kloster. Das hat man als Spieler ja auch erwarten können. Aber der Charakter nicht. Tür auf und verschwindet dahinter und er sie nicht abgeschlossen hat. Nur auch einfach wieder hinterher. Hier ist noch so ein komischer Gang. Diesmal ist es immer nur eine Kerze. Und noch ein Stockwerk tiefer geht's. Tiefer in die Katakomben unter dem Kloster. Näher an das ganze Herz des Ganzen. So. Diese Tür fällt durch besondere Verzierungen auf, die den anderen Türen in den Katakomben fehlen. Paul spürt, dass sich eine böse Macht hinter dieser Tür verbergen muss und fragt sich, ob die Zeremonie, von der Mönch gesprochen hat, hinter diesen Wänden abgehalten wird. Soll Paul eintreten und der Heresie ein Ende bereiten? Auf jeden Fall.
Your task, my liege and greater guardian, is to guard this place. Do not worry about this worm. His kind yelps in terror at the sight of your mightiness. We will dispose of him ourselves. Das ist das Ende von Paul. Eigentlich tragisch, wieder einer von denen, die kein gutes Ende finden. Übrigens habe ich letztens einen Podcast gehört. Oh, ganz kurz schauen, ob hier was passiert oder ob einfach nur... Ne, sie schaut einfach nur hoch. Okay, und sie hat eine Nachricht von Edward gefunden. Aber bevor ich die vorlese, ganz kurz, ich habe einen Podcast gehört. Ich höre sehr gerne den Stay Forever Podcast, der über alte Spiele redet. Und da haben sie nicht über dieses Spiel geredet direkt, aber sie haben über den Cthulhu-Mythos geredet, der natürlich dieses Spiel ganz stark inspiriert hat. Und die Person, mit der sie geredet haben, ich habe den Namen schon wieder vergessen, sie ist, die genaue Rolle weiß ich auch nicht. Es gibt eine Art von Cthulhu-Vereinigung, also eine Art Verein von Fans des Cthulhu-Mythos. Das ist die korrekte Beschreibung, den Namen weiß ich schon nicht mehr. Und das ist auch eins ihrer Lieblingsspiele, die auf dem Cthulhu-Mythos basieren. Das wurde so am Anfang erwähnt, also da wurde das Spiel erwähnt. Ich werde gucken, ich hoffe, dass ich die Folge von dem Podcast hier verlinke in der Episode für die auf Twitch. Ich schreibe das Ganze natürlich auch nochmal in mein, beziehungsweise... eigentlich auch für die auf YouTube, die sehen das dann sogar vorher schon. Ich werde das Ganze auch nochmal in die Telegram-Gruppe, ich weiß gar nicht mehr, ist das Channel, glaube ich, eine Telegram, das, wenn man nur Announcements machen kann. Genau, in den Telegram-Channel schreiben, so dass ihr die Folge anhören könnt. Da geht es tatsächlich, wie gesagt, eher um den Cthulhu-Mythos. Da wird aber tatsächlich auch erklärt, wie die Khmer ausgesprochen werden. Und wie die Stadt Relayi ausgesprochen wird. Und bevor jetzt hier irgendjemand sagt, aber die sprechen das doch anders aus als du in dem Podcast. Und dass diese Namen für uns Menschen unaussprechlich sind. Sprich, wir können es gar nicht richtig aussprechen. Und das ist ein sehr wichtiges Konzept in dem Cthulhu-Mythos, dass diese Wesen, diese Alten, zu denen also auch Chaturga, Mantarok, Ulioth und Xelotaph gehören, für unsere menschlichen Gehirne gar nicht greifbar sind und man wird verrückt, allein nur dabei, dass man sie erlebt. Die sind also so mächtig, dass wir für sie quasi sowas wie Ameisen sind. Also die interessiert, ist auch eigentlich auch nicht so, dass sie uns irgendwie benutzen, also das passt im Spiel irgendwie nicht so 100% von dem, was ich verstanden habe, aber sie gehen mit uns um wie mit Ameisen. Also so, ist ja nur eine Ameise, trete ich halt drauf. Oder laufe ich halt drum um, ist mir eigentlich egal. Ja, so ungefähr. Ja, und unser kleiner Geist kann eben das nicht fassen. Und der Schrecken der ganzen Sache ist eigentlich vor allem der Teil, dass es diese Übermacht gibt im Universum. Und wir eigentlich gar nicht der Mittelpunkt des Universums sind, für den wir uns immer halten. Das ist so ein bisschen... Hört euch die Episode an, die ist ziemlich gut. Allgemein kann ich diesen Podcast nur empfehlen. Ich würde aber sagen, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit noch Podcast-Empfehlungen geben. Es gäbe noch ein paar mehr. Müsste ich mir mal eine Liste machen und dann immer mal sowas einstreuen. Aber tatsächlich, Stay Forever kann ich empfehlen. Und ich werde auch passend bei anderen Spielen da immer mal... Links droppen, beziehungsweise die Episoden Menschen. Und wenn ich eine Episode von Stay Forever oder von irgendeinem Podcast erwähne und vergesse, den Link in die Videobeschreibung zu packen, meldet euch, ich hole das nach. Schreibt ein kleines Kommentar unter das Video und dann hole ich das nach. Dankeschön. So, jetzt machen wir aber weiter und lesen die Nachricht von Edward, die wir eben gefunden haben. Und da dreht sich das Bild, weil wir schon einiges irre sind. Ich lasse das mal so. Das ist Kunst und kann nicht weg. Die Nachricht lautet:
Meine liebste Alex, ich bin froh, dass du meine Spuren im Papier so weit gefolgt bist. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Nun steht dir der schwierigste Teil des Weges bevor. Halte nach den 88 Tasten Ausschau, um die Reise in die Vergangenheit fortsetzen zu können. Dein dich liebender Großvater, Edward. So, 88 Tasten. Das ist etwas, überlegen wir mal. Computertastatur hat so ein bisschen über 100. Also da gibt es verschiedene Varianten. Eine zum Beispiel ist 101 Dead Keys, sprich es gibt 101 Tasten, ein paar davon sind nicht belegt. 101 Tasten sind belegt, ein paar sind nicht belegt. Aber das ist so das Übliche. Aber tatsächlich haben wir auch Stellen hier im Haus, da fliegen wieder Bücher durch die Gegend, die Tasten haben und namentlich ist das das Klavier. Und wir haben ja schließlich ein kleines Klavierstück gelernt. Ich glaube, das Klavier war hier im Erdgeschoss. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich jetzt hier das Bild? Nein, kann ich nicht. Nein, ich will hier wieder weg. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich das Bild mal angucken kann. Ja, ein schreckliches Lachen. Hier ist eine Ratte auf dem Boden. Das Schöne ist, dass dieses Geräusch sogar im Raum verortet ist. Wenn ich hier rumlaufe, dann bewegt es sich auf meinen Ohren mit. Ich glaube aber, ich habe bei mir das Ganze seitenverkehrt. Ich glaube, ich habe mein Kopf-Headset verkehrt rum auf. Hier sind wir, das Klavier. Das sind die 88 Tasten. Der Anblick des Flügels ruft Erinnerungen an Paul Luther und sein Schicksal in Alex wach. Das Echo der Musik in der Kathedrale hallt in ihrem Bewusstsein wieder. Ihre Finger suchen wie von selbst die richtigen Tasten. Soll Alex den Flügel spielen? Diese Frage finde ich immer irgendwie ein bisschen blöd. Und natürlich, offensichtlicherweise, versteckt sich dahinter eine Kapitelseite, und zwar das Kapitel Die verbotene Stadt. Und auch wenn das jetzt eine etwas kurze Folge ist, okay, Zwischensequenz noch. Who are you? I am your lord and conqueror. What manner of forsaken being are you? So, you can see me in my true form. You are a gifted man. Take this one and use him as the foundation for the pillar. He is special and should be given a special place among the suffering. Ja, was ich eigentlich sagen wollte war, die Episode ist zwar jetzt etwas kurz, aber ich würde sagen, wir machen mit dem Start des Kapitels in der nächsten Folge weiter. Von daher jetzt erstmal ciao, miau.